Guten Abend, meine Damen und Herren, beim heutigen Club. Wir machen einen kleinen Vorgriff vielleicht schon auf den Advent mit unserem Thema Die Kirche und die Armen im Untertitel Basisgemeinden und Befreiungstheologie in Lateinamerika. Ich stelle zunächst mal die Runde vor, begrüße Sie alle hier freundlich im Studio. Zu meiner Linken sitzt der Herr Professor Lothar Bosle. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Würzburg und war ziemlich lange Präsident der Deutschen Katholischen Akademiker. Neben ihm sitzt Frau Froni Windischer. Sie ist eine Tirolerin, von der Ausbildung her Kindergärtnerin. Und sie war 3 Jahre oder fast 4 Jahre in Brasilien tätig, in einer sogenannten Basisgemeinde. Was sie dort genau gemacht hat, wie sie das erlebt hat, wird sie uns dann gleich erzählen. Jetzt lebt sie als Mutter von 4 Kindern in Innsbruck. Neben ihr, ja, ich würde sozusagen locker sagen, Pater Sigmund Kripp, aber er ist es nicht mehr. Er war sehr lange Zeit ebenfalls in Tirol tätig, in einem Innsbrucker Jugendzentrum, das er lange Zeit geleitet hat, das sogenannte Kennedy House. Das hat in den 70er Jahren ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Er wurde dort abgesetzt und seit 2 Jahren ist er auch aus dem Jesuitenorden ausgeschlossen. Ich habe da ein bisschen ein Problem, wie ich ihn ansprechen soll. Und derzeit ist er im Sozialministerium in Nicaragua tätig. Neben ihm sitzt Frau Professor Susanne Heine. Sie ist Leiterin des Instituts für Sozialpädagogik und Bibelwissenschaften an der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Religionspädagogik. An der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Neben ihr sitzt Herr Professor Kurt Krenn, Professor für systematische Theologie an der Universität Regensburg. Und zu meiner Rechten Job Koopmans. Er ist eigentlich ein Holländer. Nein, nein. Sind Sie ich das bin nicht? Brasilianer. Ah, Sie sind jetzt schon Brasilianer, aber Sie sind holländischer Herkunft. Und er hat 5 Jahre hier in Wien Theologie studiert, war in der Pfarre Schwechat und Rodaun tätig und ist seit 1969 in Brasilien. Und er ist so einer, der seine Basisgemeinde ins Leben gerufen hat oder mitgewirkt hat, dass sowas entsteht. Im Du zu einem Menschen gern die Gelegenheit zu haben, es im Personal anzubieten. Der Übergang zum Du ist kein kollektiver Vorgang. Wie leben die Leute dort? Ich glaube, wir müssen das ein bisschen konkret schildern. Ja, die realen Umstände, unter denen Leute dort leben, nicht? Wovon leben sie? Wie ist ihre Gesundheitssituation? Wie ist ihre Ernährungssituation? Wie viele Kinder haben sie? Wie schaut es aus mit der Schule und der Erziehung? Ich glaube, wir müssen es ein bisschen situieren. Wir müssen ein bisschen schauen, wo. Offenkundig ist der Konsens noch ein bisschen ungetrübt von weiteren Konsequenzen. Ich würde auch gern dazu etwas sagen. Bitte. Ich glaube, wesentlich ist, dass nicht der Pfarrer so wichtig ist, sondern die Basis. Die Basis, das ist das unterdrückte Volk, das sind die Armen, das sind die Frauen, das sind die Landlosen, das sind die Indianer. Und es ist überhaupt nicht wichtig, dass jetzt ein Pfarrer dabei ist. Er ist sehr willkommen, die Leute freuen sich, wenn er kommt. Aber wichtig ist, dass die Basisgemeinde ohne ihn auch, dass sie ihre Sorgen sagen. Eine Messe dort schaut ganz anders aus wie bei uns. Das Evangelium wird von allen besprochen. Und da ist das Leben. Da werden besprochen die Sorgen. Warum haben die Kinder alle Würmer? Warum haben sie nichts zum Essen? Und das wird konkretisiert. Und sie organisieren sich und sie tun was dagegen. Und zwar nicht schauen, dass sie Medikamente kriegen in erster Linie,
sondern in erster Linie sich organisieren. Sie gehen zum Bürgermeister, sie fordern zum Beispiel eine Kanalisation, weil nur so kann das Problem Würmer zum Beispiel aufgehoben werden. Und das ist das Wesentliche bei den Basisgemeinden, dass die Basis zu Wort kommt. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher und wir kommen ein bisschen näher ran, was manche Kreise in der Kirche auch wieder nicht ganz so positiv finden. Es gibt ja auch Kritik an diesen Basisgemeinden und an ihrer politischen Betätigung. Und ich möchte gern dazu den Herrn Gripp, weil er war in der Jugendarbeit tätig. Also das sollte man vielleicht jetzt kurz einfügen. Ich möchte nur also jetzt eben auf das Letzte da eingehen. Nicht? Man soll eine Antwort darauf geben. Ich würde sagen, der Befreiungstheologie geht es im Grunde genau um das, was Sie die Würde des Menschen genannt haben. Nur mit einem Unterschied. Der Mensch fängt nicht mit der Würde an. Und womit er anfängt, hängt weitgehend davon ab, in welchen sozialen Strukturen oder in welche hinein er geboren wird. Der Mensch kommt aus sozialen Strukturen und Prägungen und er muss erst einen mühsamen Weg gehen, zu dieser Selbstbestimmung, zu seinem Selbst, zu seinem Ich und zu der Würde des Menschen zu kommen. Und da gibt es jetzt bessere und da gibt es schlechtere Bedingungen. Das ist einmal zu unterscheiden. Er fängt ja nicht damit an, als würdiges Wesen zunächst vom Himmel zu fallen. Und aus dieser Selbstbestimmung und Würde zunächst einmal die Handlungsfreiheit zu gewinnen, überhaupt irgendetwas zu tun. Und das haben viele Menschen dieser Welt schlicht nicht, sodass sie, wie ich vorhin schon gesagt habe, wirklich dahin dämmern wie die Tiere. Was aber jetzt mit diesem Bewusstseinsprozess, der Paul Freire in der Pädagogik nennt das immer als den entscheidenden Punkt, den Prozess des Bewusstwerdens, was der bringt, welche Handlungsformen sich anschließen aufgrund der Analyse der Situation, aus der ich komme und natürlich auch mit der Vorstellung, wo ich hin will, was meine Lage verbessern könnte. Was daraus wird, ist eine Unterscheidung, die in der Tat jeder an seinem Ort, und das ist eine ganz dezidierte Position der Befreiungstheologie, jeder an seinem Ort zu treffen hat. Ich kann also nicht von uns aus sagen, was tut denen gut. Die machen das nicht so, dass sie sagen, was täte uns gut. Sondern jeder muss das an seinem Ort tun. Und das setzt theologisch voraus, und damit möchte ich eigentlich schließen, dass eine Theologie, die grundsätzlich, und das ist wieder eine Position, eine wiederentdeckte Position der Befreiungstheologie, ist auch nicht neu, aber wieder zum Bewusstsein gekommen, dass eine Theologie und ein Glaube, der die Humanität nicht in allen Linien einschließt, schlicht nichts wert ist. Ich habe mir hier mitgebracht ein Buch, das der erste österreichische Außenminister Karl Gruber unmittelbar nach 1945 geschrieben hat. Das heißt, zwischen Befreiung und Freiheit, der Sonderfall Österreich. Und er belegt darin, und da stimme ich völlig zu, dass befreite Völker nur in eine neue Unterdrückung hineingehen. Ich finde es daher höchst verdächtig. Das ist aber ein bisschen eine Interpretation. Aber können Sie mir sagen, er schildert nur den Weg vom Ende des Nazi-Regimes in Österreich zum Staatsvertrag. Also gut, das haben Sie jetzt, glaube ich, ein bisschen. Christus hat eine ganz andere Botschaft für die Reichen wie für die Armen. Es ist ganz interessant, dies zu entdecken. Er sagt ganz klar zu den Armen, zum Beispiel, das Reich Gottes gehört euch. Das sagt er nie, hat er nie zu den Reichen gesagt. Zum Beispiel, ist nur ein Beispiel. Nur nichts. Die Richtung darf ich da die schnelle Zwischenfrage? Die ist nur, um nicht das andere dann zu gefährden. Eine schnelle Frage: Die Armen haben bei Ihnen eine theologisch, möchte ich sagen, besondere Position. Was bei Gott auch. Ja, natürlich. Im Evangelium, in der ganzen Geschichte. Die Frage klingt jetzt etwas ungerecht, aber sie ist logisch. Wollen Sie, dass die Armen deswegen arm bleiben? Das heißt, irgendwie hat man, bitte gestatten Sie diesen Eindruck, dass die Befreiungstheologie zur Erhaltung ihres theologischen Systems die Armen braucht. Das heißt, ist das überhaupt eine Theologie, die dann sich selber überspringt und einmal eines Tages vorlockt, dass es keinen Armen mehr gibt? Das ist die Frage, was ist der Arme? Soll der Arme arm bleiben?
damit die Theologie stimmt? Die Frage klingt ungerecht, aber ich bitte um eine gute Antwort. Ja, die Befreiungstheologie sagt ganz klar, dass es auch um die Befreiung der Armen, der Reichen geht, indem die erkennen, dass sie auf ihre Privilegien, auf ihre Ausbeutung und so weiter also zu verzichten haben. Das sagt sie ganz klar. Das ist nämlich schon eine ernste Frage. Ein neues Volk in deiner Hand wird dich preisen. Gesättigt von Hoffnung und Gerechtigkeit. Frei von allen Erniedrigungen. Ohne ausländische Schulden. Nur die von deinem Sohne mit Blut geschriebene bleibt. Dass alle eins sein in der Liebe und dein Lob singen. Ja, also danach gibt es, glaube ich, kein besseres Schlusswort. Ich habe geahnt, dass das ein vorweggenommener Adventclub wird. Ich danke Ihnen allen fürs Zuschauen und für die Geduld. Gute Nacht. Dankeschön. Der Brief könnte gerade in Kuba geschrieben worden.